Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal Johnny Fuß. Wie ihr sehen könnt, ich habe einen neuen Unboxing-Bereich. Ist noch nicht ganz fertig, also ins Regal hier, in jedes Fach wird demnächst überall was drinstehen. Und ansonsten, eine Sache stört mich hier auch noch extrem, und zwar so die Akustik. Also der Raum ist etwas größer, es ist noch zu viel Hall. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie solche Absorber, die den Hall reduzieren, weil so hört sich das halt nicht ganz so toll an. Heute habe ich hier für euch drei Gelblaster, die werde ich auspacken und dann gemeinsam mit Aimee testen. Bestimmt habt ihr so Gelblaster mal auf TikTok gesehen oder in den YouTube Shorts, sind da so voll gehypt und ich will heute herausfinden, ob der Hype gerechtfertigt ist. Das Ganze wurde mir zugesendet von powergelblasters.com. An dieser Stelle vielen Dank dafür. Dabei wurde ich noch gefragt, ob ich eher nur Positives erwähnen kann. Und daraufhin habe ich gesagt, nein, natürlich nicht. Ey, wenn ich so eine Anfrage bekomme, ob ich irgendwas testen will, und dann werde ich gleichzeitig gefragt, ob ich nur Positives erwähnen kann, dann denke ich mir doch schon so oder habe so direkt die Grundeinstellung, dass die schon wissen, dass irgendwas an ihrem Produkt schlecht ist. Oder was denkt ihr darüber? Naja, ich lasse mich überraschen, mach mir mal den ersten Karton auf. Lasst noch einen Daumen hoch da, Freunde. Let's go! Als allererstes haben wir hier eine Pistole mit etwas Zubehör. Übrigens, falls ihr Gelblaster nicht kennt, also das sind solche Spielzeugpistolen, da rein kommen dann hier solche Gelkugeln oder Aqualinos, wie man die auch immer nennen mag. Die muss man erstmal in Wasser tun und dann saugen die sich voll Wasser und dann hat man hier halt solche kleinen Kügelchen. Die kommen ins Magazin und damit ballert man sich halt ab. Was ich hier schon mal ziemlich cool finde, ist, eine Schutzbrille ist dabei. Schutzbrille werden wir auf jeden Fall anziehen und sollte man auch anziehen. Ansonsten haben wir hier so ein Magazin. Dann haben wir noch ein kleineres Magazin. Und dann haben wir hier noch so ein Trommelmagazin. Oha, schaut euch das mal an. Ein Laser gibt es hier auch noch mit dabei. Oder, nee, ist nur eine Taschenlampe. Aber ja, das kenne ich. Genauso kenne ich das aus diesen ganzen YouTube-Shorts und TikTok-Videos. Da holen die so erstmal die Waffe raus und dann bauen die da irgendwelche Upgrades dran, wie hier zum Beispiel die Taschenlampe oder halt ein längeres Magazin, was auch immer. Betrieben wird das Ganze übrigens mit einem Akku. Ein ganz kleiner Akku hier. 400 mAh. Ladekabel ist auch mit dabei und sogar ein Schalldämpfer. Ja, den werden wir gleich mal hier draufschrauben. Oh, lässt sich gar nicht schrauben, sondern nur reinsetzen. Anleitung ist übrigens auch mit dabei. Da ist alles genauestens erklärt. Stecken wir das Magazin rein. Ja. Ah, hier kommt der Akku rein. Okay, dann verschließt man das Ganze so. Und die Taschenlampe können wir auch noch hier dran machen. So sieht das dann im Endeffekt aus. Optisch ist das natürlich Geschmackssache. Ich muss sagen, mir gefällt es gerade so mit der Taschenlampe ziemlich cool. Aber wenn man das erstmal in der Hand hält, also das Ding wiegt einfach gar nichts, ist ja aus feinstem Plastik. Boah, fühlt es halt an wie ein richtiges Spielzeug. Alter, ich habe gerade mal im Shop geguckt, was das kosten soll und ich kann es nicht glauben. 95 Euro. Ich habe ja schon echt viele Spielzeugpistolen getestet, gerade so Airsofts oder irgendwelche Sachen, die hier Pfeile rausschießen oder sowas in der Art. Aber 95 € für ein bisschen Plastik. Boah, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. 191 Gramm wiegt hier die Glock. Das ist nichts. Das wiegt absolut nichts. Man hat hier für den Schalldämpfer nicht mal ein Gewinde. Der wird nur so da drauf gesteckt. Schaut euch das mal an. Der sitzt nicht mal richtig fest drauf. Ich kann den einfach. Zack, das war's. Naja, komm, machen wir einfach mal ein Magazin voll, stecken den Akku rein und gucken mal, wie das Ding ballert. Nehmen wir uns hier als erstes mal dieses lange Magazin und da kann man hier das Fach öffnen und die Aqualinos einfach da reinmachen. Fach machen wir wieder zu und dann glaube ich, muss jetzt so lange hier drauf drücken. Ah, da kommen sie schon rausgeschossen. Okay, alles klar. Es hat funktioniert. Na, dann bin ich mal gespannt. Okay, komm, gehen wir mal lieber in die Garage. Ich muss ja nicht die ganze Wohnung mit den Dingern vollballern. Was im Prinzip nicht schlimm wäre. Ich meine, die verdunsten einfach, die trocknen einfach und dann sind die wieder ganz klein. Also man kann sich schon auch in der Wohnung damit abballern. Jetzt aber, 5 Meter Abstand, ich versuche meinen ATV abzuballern. Boah. 5 Meter sind drin, aber es ist. Ich hoffe, ihr konntet es erkennen. Die Flugbahn bei 5 Metern ist schon wirklich Richtung Boden. Die Reichweite ist auf jeden Fall jetzt nicht gigantisch, ganz im Gegenteil. Nichtsdestotrotz werden wir nochmal rausgehen, uns versuchen abzuballern und das Ganze auch in der Praxis testen. Aber bevor wir rausgehen, packen wir hier noch die anderen aus. Was haben wir hier Schönes? Eine M4. Okay.
Da kann man auf jeden Fall auch noch das ein oder andere dran klipsen. Das hier ist der Akku. Hier haben wir sogar 500 mAh. Kommt dann wohl in das Schulterstück. Genauso kennt man es, aber... Ach so, man muss das Kabel hier da durchfummeln. Alles klar. Dann wird das hier zusammengesteckt. Ist hier natürlich auch feinster Kunststoff. Hier können wir das dann hinten aufmachen. Akku stecke ich hier schon mal dran. Und dann können wir das auch wieder verstauen. Also eins muss ich sagen, dafür, dass das alles so aus Plastik ist, lässt sich das problemlos zusammensetzen, so wie es sein soll. Hier haben wir dann noch beispielsweise als Zubehör ein Zielfernrohr dabei, was aber nur zur Dekoration dient. Also wenn man da jetzt durchschaut, hat man da gar nichts von. Das können wir jetzt einfach hier irgendwo dran machen. Ich brauche das nicht, ich lasse das weg. Ansonsten haben wir hier noch weiteres Zubehör, weitere Spielereien, ein Magazin, verschiedene Aufsätze halt. Schutzbrille ist hier auch mit dabei, Schutzbrille ist immer gut. Und dann kann man das Ganze hier einfach draufstöpseln und dann sieht das halt so aus. Bin mal gespannt, ob die mehr Power hat, aber werden wir gleich draußen herausfinden. Eine haben wir noch, die packen wir natürlich auch noch aus. MP5. Hier sieht der Karton etwas anders aus, auf jeden Fall ansprechender, würde ich sagen. Ja, und die fühlt sich auch etwas schwerer an. Ja, etwas schwerer. Also vielleicht ist sie minimal besser verarbeitet. Ist jetzt natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei, aber fühlt sich einfach besser an. Muss ich auch erwähnen an dieser Stelle. Ey, hört euch das mal an. Die haben wir halt genauso. Ey, was ist denn das? Kann man auf Pfeile verschießen oder was? Wieso ist denn der Mist jetzt dabei? Na, jedenfalls haben wir hier genauso Schalldämpfer mit dabei, den wir draufstecken können, den kein Mensch braucht. Und Magazin. Also ich würde sagen, ich nehme Aimi mit und dann fahren wir mal raus. Hallo Aimi. Hi Schatz. Was geht ab? Nichts, schieße ich gleich ab. Okay, oh, diese Schutzbrillen, Freunde. Schaut euch mal an, wie lang hier der Bügel ist. Das passt gar nicht richtig auf mein Ohr. Oh Mann, die von Aimi, die ist ein bisschen besser. Also das sind die, die mit dabei waren. Ansonsten würde ich mal sagen, Aimi kriegt jetzt hier dieses dicke Ding mit dem Trommelmagazin. Wir müssen die Magazine noch auffüllen. Das machen wir noch ganz schnell. Und dann spielen wir mal eine Runde und gucken mal, wie gut das funktioniert. Schön da reinfüllen. Da reinfüllen, nicht daneben. Okay. Oh! Alter, voll ins Gesicht geballert, ey. Gut gemacht, oder? Alter, deine ist viel stärker. Alter, ich bin der Terminator. Ich bin richtiger Terminator, oder? Ja, Mann. Also Freunde, es ist so, wie ich erwartet habe. Man kann ein bisschen Spaß damit haben, aber der Spaß hält auf jeden Fall nicht lange an. Wenn man jetzt ballert, ja, ungefähr 5 von 50 Schuss treffen, würde ich sagen. Man kann nicht genau zielen, die Kugeln fliegen irgendwo hin. Manchmal kommen die raus, sind schon kaputt, also werden einfach kaputt rausgeblasen. Im Großen und Ganzen 100 Euro. Also die hier kostet, glaube ich, 105 Euro. Das ist meiner Meinung nach viel zu teuer. Ich habe mal bei Amazon geguckt, da gibt es so ähnliche Dinger ab 40 Euro. 40 Euro wäre immer noch zu viel für meinen Geschmack. Könnte ruhig noch etwas günstiger sein. Also ich würde das Ganze in Kategorie Spielzeug einordnen. Wenn man jetzt 14 plus ist, denke ich mal, wird man damit nicht so viel Spaß haben. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten werde ich auf meinem Hauptkanal demnächst mal richtige Gelblaster vorstellen, die auf jeden Fall ordentlich sind. Falls ihr das nicht verpassen wollt, schaltet einfach ein. Wir sehen uns. Peace. Hm.